Hallo und herzlich willkommen zurück zu Skysaga. Nach wie vor mit Xander, Early und G-Time. Hallöchen! Hallo! Hallo! So. Gut, jetzt treffen wir uns alle, oder? Ja, wollte ich gerade sagen. Ne? Also ich würde sagen, alle zum Luftschiff und dann triff dich mit anderen Spielern, handle und nimm PvP. Und zwar, ich glaube, das erste ist das. So, alter Schwede, ey. Die Stadt, okay, Junge, wie die sich verändert hat. Xander to go, stehst neben mir. Yo, Skate, was geht ab? Servus. Warte mal, kann ich irgendwas mit dir interagieren? Ich drück mal E. E gedrückt halten. Oh. Freundschaftsanfrage senden. Ach, da ist. Du bist Spieler seit 1. Januar 1970. Man kann das umstellen. Jo. Irgendjemand versucht mich da zu hauen. Auch Early Boy, geh nach Hause. Hallo! Ich habe euch mal Freundschaftsanfragen geschickt. Vielleicht bringt das irgendwas. Ich glaube, genau, wir können uns dann, glaube ich, auf unseren Inseln suchen. Kevin, jo. Er hat sofort wieder einen Helm, ey. Ohne Scheiß. So, warte mal, ich schick dir mal eben eine Freundschaftsanfrage. Das sind meine Haare, Mensch. Was hast denn du gegen meine Haare? Ich gehe jetzt auf jeden Fall mal hier hoch zu dem Blauen, weil das sind nämlich die Siedler-Quests. Die Siedler-Gilde ist das nämlich hier auch. Alter, die Stadt hat sich aber richtig krass verändert. Mega, ne? Das ist eine ganz andere Stadt. Die hatte mal so einen riesen Kristall. Ach, da ist der Kristall. Die ist größer geworden. Okay, und das da oben. Bist du gerade da oben? War das genau, das ist genau das hier oben ist die Siedlergilde, die blaue, dann das grüne ist die Entdeckergilde und das rote da hinten ist die Gladiatoren. Genau, das ist dann PvP. Ey. Und hier in dieser Siedlergilde habt ihr dann auch verschiedene Händler. Hier ist zum Beispiel ein Gildenhändler, den kann man jetzt mal anquatschen. Und dann sieht man, dass man jetzt zum Beispiel für einen Gildenrang sozusagen kann man jetzt Zäune kaufen oder so Fallgitter. Ach, und das ist halt quasi das Zeug, cool, was ich für meine eigene Insel gebrauche. Hier, guck mal, hier. Suche die Heimatinsel eines anderen Spielers, das ist ja einfach. E-Boy, suchen. Nicht mehr folgen, ich folge dir schon. Er ist so eine Anfrage geschickt, aber ich habe keine Ahnung. Such dir schon wieder Ärger. Ich habe ein bisschen gedreht. Ich bin gerade bei Skates Insel. Wir springen gerade einfach nur runter, weil es. Warum? Spring mal runter. Los, runter mit dir, Zander. Nein. Alles klar, du hast aber hier auch so eine baufällige Hütte, ne? Ey? Du hast gar keine Rechte, oder? Ja, du hast eine ziemlich baufällige Hütte hier. Kevin rastet wieder aus hier, was für eine scheiß Hütte hier! Ach Mann, jetzt schmiert das von unten. Ich geb dem Ding gleich eine Kopf. Ah, die Blumen gefallen mir auch nicht! Und das hier! Und was ist das? Ich will zur Insel rüberbauen. Kennst du die Gummibärenbande? Also ich reise jetzt erstmal wieder definitiv zurück zu meiner, also nach Hause. Welche Quests habt ihr denn alle jetzt genau angenommen? Ich habe die Siedler-Quests alle angenommen, davon habe ich aber schon einen Teil wieder abgegeben und neue angenommen. Und ja, ich habe alle Entdecker-Quests. Ich würde auch sagen, dass wir in der nächsten Folge einfach mal ein Abenteuer zusammen machen, oder? Vergiss auf jeden Fall nicht diese Abenteuer-Quests, ne? Bist du neu hier? Alles klar. Alles klar, der gibt einem direkt Sachen. Wir nehmen gleich die nächste Folge auf, Kevin ist schon voll dir. Hä? Was hast du das? Das wäre so typisch. Ihr habt doch von der Entdeckergilde die Sachen angenommen, oder nicht? Ja, genau. Ja, der gibt mir da ein Schwert. Das ist doch ganz normal, bei jedem anderen auch dann. Ich habe auch ein Schwert, ja. Echt? Habe ich ein Schwert? Ja, das sieht so ein bisschen nach einem Zahnschau. Ich habe ein Schwert. Vielleicht solltet ihr mal eher lesen, ne? Was die da mit euch reden. Nee, also Spiele, ich lese ihr unterstellt, ich lese dass ich immer so alles weitermache. Mensch. Ja, full dia. Ist auf jeden Fall sehr viel dazugekommen. Jetzt wird dir auch vieles angezeigt und so. Das war vorher gar nicht so. Ist halt wie gesagt immer noch in der Alpha, ne? Aber dafür mega gut entwickelt. Wenn ich manche Alphas sehe und das Spiel mal gegenüberstelle. Ich bin jetzt komplett woanders rausgekommen. Ich bin gerade in so eine Abenteuerwelt gegangen. Aber ich bin jetzt komplett woanders wie in der Welt, wo ich gerade eben war. War das nur so eine Troll-Welt, wo ich am Anfang drin war? Folge einem anderen Spieler. Wie mache ich das denn? Im Inventar auf E drauf gehen und dann. Einfach nur hinterher, also einmal folgen klicken, dann war's das schon. Du warst natürlich lange weiter, dann läufst du durch die Stadt und macht jede Tür die ganze Zeit. Also. Oh mein Gott, es gibt so Lianen, die an den Wänden wachsen, die kann man als Leiter benutzen, wie geil ist das denn? Hab ich gerade gesehen, tut mir leid, Skate, ich war gerade so verblüfft von den Dingern. Hast du es gelöst? Ich bin wieder zu Hause, aber ich glaube, dass momentan am Ende von dieser Folge wirklich jeder gerade irgendwo anders ist und neue Dinge entdeckt. Vielleicht sollten wir uns einfach in der nächsten Mal irgendwo treffen und mal zusammen Abenteuer erleben, wie ihr es gesagt habt. Ja, genau, würde das würde ich auf jeden Fall sagen. Ja, dann würde ich sagen, sind wir eigentlich am Ende der Folge angekommen, oder? Gibt es in diesem Spiel eine Möglichkeit, seinen eigenen Charakter von vorne zu sehen? Ich fände das voll schön, um jetzt quasi die Folge zu beenden. Ich glaube nicht, ich weiß F5. Es so. F5. Nein.
Nee. Stürzt wahrscheinlich das Spiel, wenn ich das mache. Es gibt eine Möglichkeit, ich hatte das auch schon mal gemacht. Ich stehe neben Kevin, ich gucke einfach Kevin an, dann geht er schon klar. Oh, ey, Entschuldigung. Er haut mich einfach. Alles klar. Alles klar. Bleib nicht so bei euch. Ja. Bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Ja, genau. Wenn es euch gefallen hat, positive Wertung da lassen, checkt die anderen Dudes aus. Links in der Videobeschreibung. Und dieses Mal auch wieder 25 Game Keys in der Videobeschreibung. Habt ihr wahrscheinlich schon gemerkt. Und ja, sind wahrscheinlich schon weg. Genau. Also ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Tschüss. Tschüss.